Hallo ihr Lieben, mein Name ist Delia Kettel, ich bin unabhängige Stamping-Up-Demonstratorin und das ist heute mein erstes Video. Da ich gerade am Umrollen bin zu Hause, habe ich keine Zeit zu basteln. Da dachte ich mir, zeige ich euch mal mein Paket mit den vielen schönen neuen Sachen aus dem neuen Katalog 2014-2015. Mal schauen, Lieferliste. Es ist leider ein Produkt auf Nachlieferung. Da bin ich ganz traurig. Da habe ich mich eigentlich schon sehr drüber gefreut. Aber naja, da muss man halt warten. Muss ich halt mit den anderen Sachen dann was machen. Das hier ist das Album Project Life. Das kleine 6x8 Inch. Das hatte ich vorhin schon aufgemacht. Die Folie abgemacht. Oh, Entschuldigung, das hat jetzt gewackelt. Ja, das sieht dann so aus. Das ist das. Dann habe ich mir die Wimpel bestellt. Das Set heißt Simply Created. Da gibt es schwarze Wimpel drin. Ich kann es ja mal aufmachen. Ah. So, da haben wir, was ist das? Ach, die Kreide, weil mit der Kreide kann man dann auf diese tafelbeschichtete Folie, das fühlt sich ganz weich an. Da kann man dann drauf schreiben. Ja, dann gibt es Rosetten dazu. 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Und wie gesagt, Wimpel in verschiedenen Farben. Sind schon vorgelocht. Kann man das gut sehen? Ja. Schön, da freue ich mich schon drauf. Die Deko für die nächste Party ist gesichert. Sieht so aus. Okay. Ach, das ist ein Gastgeber-Set, wo die Hoffnung blüht. Bei jeder Bestellung über 200 Euro bekommt ihr 30 Gastgeber-Euros und davon könnt ihr euch eine von den Gastgeberinnen-Sets am Ende des Kataloges aussuchen. So, das ist das. Habe ich hier Designer-Aufkleber, This and That. Ja, auch schick. Einfach ein Basic-Aufkleber. Da kann man jetzt in der Verpackung nicht so viel erkennen. Das mache ich jetzt aber auch nicht auf. Gucke ich mir nachher im Rohr an. Ach ja, diese kleinen Umschläge für Geschenkkarten. Die fand ich auch ganz toll. Die gibt's. Da kann man ganz gut Gutscheinkarten, diese Plastikkarten, Mediamarkt oder Douglas oder so, ganz toll drin verpacken. Es gibt auch einige Beispiele im Katalog. Ich hole mal kurz den Katalog. Hier im Katalog auf Seite 20 könnt ihr hier die Beispiele sehen, was man alles Schönes damit machen kann. Jetzt haben wir das Set Kinder Electric Eclectic. Da hat es mir, diese Sonne hat es mir angetan, die fand ich so schön. Da habe ich schon einige Ideen, was man damit machen kann. Forever Florals, ein schönes Set zum Ausmalen mit den
schönen neuen Blendabilities. Das sind Stifte auf Alkoholbasis. Das sind jetzt die Hauttöne. Die anderen habe ich mir schon in meiner ersten Bestellung gesichert. Ja. Schönes Hochzeitsset, Brautparty. Welt der Träume. Hier fand ich diese Spatzen hier unten so niedlich. Ein Augenblick, der unser Herz berührt, geht niemals verloren. Oder ich wünsche dir einen wunderbaren Weg durch eine Welt, in der Träume wahr werden. Ein wunderschöner Set. Dann habe ich hier ein Set zum Project Life. Das ist schön, wunderschön ins Deutsche übersetzt. Endlich mal auch ein paar mehr Sprüchestempel, die ins Deutsche übersetzt wurden. Das sind die neuen Stanzbuchstaben für die Big Shot. Nennt sich Bigs Formen perfekte Buchstaben. Jetzt habe ich jetzt hier die Maße. Ne, steht nicht drauf, wie groß die sind, aber ich schätze ca. 3 cm. Könnt ihr das sehen? Das ist wieder ein toller Hintergrundstempel. Den kann man wunderschön ausmalen mit den neuen Blendabilities. Corner Garden und tada, der ist wirklich nur so über Eck schon vorher ausgelasert. Toll. Ja, das habe ich vorhin schon ausgepackt. Das sind die passenden Frelnitz zu dem Stempelset, was auf Nachlieferung ist. Liefertermin steht leider noch nicht fest, aber es wird kommen. Nur wann? Frelnitz, Tinlitz Form, beeindruckende Buchstaben. Das mache ich mal auf. Da, das sind die tollen Buchstaben. Die sind ca. 2 cm groß, hoch. Und diese kleinen Punkte, da haben mich schon Kundinnen gefragt, ob diese Punkte hier, könnt ihr die sehen, ob die mit ausgestanzt werden. Nein, das ist lediglich eine Hilfe. Das Papier, wenn es ausgestanzt ist, mit Hilfe eines Spitzengegenstandes vorsichtig rauszudrücken. Also die werden nicht mit ausgestanzt, die Löcher. Ja, und das Schöne ist, dass man wirklich jeden Buchstaben einzeln ausstanzen kann und man kann dann auch das Negativ auf einer Karte schön verwenden. Ist auch eine schöne Sache. Ja, dann Adali, das liebe ich. Die großen Punkte. Ich liebe Punkte. Ein Embossing-Folder mit riesen Punkten. Kann man das gut sehen? Schön. Ich freue mich schon drauf. Noch ein wunderschönes Set zum ist kein Set, ist ein Einzelstempel, genau. Ein wunderschöner Einzelstempel zum Ausmalen. Sweetbriar Rose. Ganz toll. Hier wieder ein Sprüchestempel. Großes Glück. Hurra, lass dich feiern. Zum Geburtstag ist was dabei, fürs Baby, euer kleines Baby, ein großes Glück. Ein Dankeschön-Stempel, Hochzeit, ja und einfach so, du bist einfach gigantisch.
Ja, auch ein schöner Set. Dann habe ich hier für immer und ewig ein Hochzeitsstempelset. Wir trauen uns Einladung zur Hochzeit. Immer und ewig, wann und wo für eine Einladung, wann und wo. Und auch so. Vielen Dank. Und wieder schön zum Ausmalen. Dann habe ich hier ein Gastgeberinnen-Set. Grüß dich. Wunderschöner Schriftzug. Für dich, danke. Den Stempel kann man dann, also den ausgestanzten Kreis kann man dann hier reinkleben mit einem 3D-Pad. Schön. Habe ich hier Blütenzauber. Achso, die hatte ich ja vorhin rausgenommen. Dann haben wir hier Kartenreiter. Die sind auch schön. Die sehen so aus. Kann man wunderschöne Karten mitmachen oder Mini-Alben. Ja, dann wieder was für die Big Shot. Und zwar die Blumen. Blumen allerlei. Schön. Kann man wieder schöne Blumen machen. Dann die Pommes-Frites-Schachtel. Habe ich auch schon viele Anregungen im Internet gesehen. Das ist der Blender. Wenn man beim Ausmalen aus Versehen über die Linie malt, dann kann man mit diesem Blenderstift das wieder weglöschen, sozusagen. Wie ein Tintenkiller für die Tinte. Und dann mal hier. Geschenktüten. Überraschung, Polkadot. Da sind auch kleine Punkte. Wie gesagt, ich liebe Punkte. Sind auf Packpapier mit Weiß. Das sind die neuen. Ja, kleinen Pailletten. Schön Glitzer. Da sind Herzchen bei, Sternchen in den In-Color-Farben, wenn ich mich nicht irre. In Colorfarben. Ich werde die jetzt nicht aufmachen, sonst springen die mir hier in die Kiste. Das ist unser wunderschönes Silberband in Gold. Das gibt es jetzt in Gold. Auch schön. Das ist wieder etwas für Project Life. Das sind so eine kleinen Karten mit Gitterdesign. Da kann man sein Journaling draufschreiben, draufstempeln. Ja, der Kreativität sind hier wieder keine Grenzen gesetzt. Dann haben wir hier sandfarbenes Album. Ein kleines Album, kariert. Das kann man auch dekorieren, aufpimpen. Oh, Entschuldigung. Sind zwei Stück in einer Packung. Die Blätter sind genäht. Oh, und dann so kleine Karos. Kann man das erkennen? Ja. Ja. Mal sehen, was ich damit mache.
Dann gibt es Zellophantüten mit Boden. Die sind, glaube ich, besonders knitterfrei angeblich. Ja. Für das Weihnachtsgebäck. Dann die Prospekthüllen. Die sind hier in 4 eingeteilt für das Album von vorhin. Hier. Die passen dann ja, in dieses Album. Project Life. Das sind die Schablonen. Deko-Schablonen, Punkte und Streifen. Hier sind die Streifen, hier sind die Punkte. Da kann man viele schöne Sachen mitmachen, sprühen. Man kann sich die Farbe selbst anmischen mit der Nachfülltinte oder man kann mit der Nachfülltinte Gesso einfärben oder Strukturpaste und dann mit einem Spachtel drüber spachteln und ganz tolle Effekte damit erzielen. Und die gibt es, wie gesagt, in Streifen und Punkte. Und Herzchen und Sternchen. Ja. Toll. Dann gibt es eine neue Bordürenstanze. Da kann man eine Herzchenbordüre aufstanzen. Und dann kann man die Bordüre unterlegen, zum Beispiel mit farbigen Papier. Sieht so aus. Und die Herzchen, die kann man dann vielleicht für eine Shaker-Karte benutzen. Die ausgestanzten Herzchen. Dann haben wir noch mehr. Das neue Herz. Die neue Herzstanze. Ich persönlich finde die viel schöner als die alte. Die hat, finde ich, eine viel schönere Form. Die ist so geschwungen. Das Herz ist schöner. Freue mich schon. Ja, hier auch eine neue Stanze, eine neue Blume. Und jetzt haben wir noch mehr Blumenstanzen im Sortiment. Jetzt können wir mehrere Schichten machen. Und zu dieser Stanze gibt es auch ein passendes Stempelset. Was ist das? Ja. Die sehen etwas kleiner aus, aber ich denke mal, das, ja, das müsste es sein. So. Ja, das ist es. Beautiful Bunch. Sieht so aus. So. Dann habe ich so passend zur Herzstanze ein Stempelset, Herzklopfen. Liebe ist. Von Herzen, ein Tigerherz, nee, Zebraherz, Pünktchenherz, verrückt nach dir, mein Herz schlägt für dich, schön. Ach, diese Bordüren, die sind auch schön, so durcheinander, die Punkte hier so durcheinander, finde ich schön. Hier ein Gastgeberin-Set wieder. Grandiose Grüße. Noch eine Stanze. Pfeile. Dicker Pfeil. Schmaler Pfeil. Und das könnte auch ein Häuschen sein, ein kleines Vogelhäuschen. Ein Herzchen hier reinstanzen. Oder ein Loch. Ja.
Das finde ich auch schön. Der, ja, ein Fotoapparat, Snapshot. Das ist ein Einzelstempel. Passt schön auch zu Project Life. Ja, für Scrap Layouts. Finde ich schön. Und die Blume. Da gibt es ganz viele Anregungen im Internet. Die Blume wurde schon in fast allen Farben ausgemalt und gepostet. Ja, schön. Ja, dann habe ich mir noch ein paar leere Hüllen bestellt, um meine älteren Stempelsets jetzt hier reinzumachen, damit ich sie besser lagern kann. In meinen neuen Benno-Regalen. Hier die kleinen und noch die großen. Und jetzt kommt das Papier. Farbkarton. Ja, das ist ein neuer. Ich hole mal eine Schere. Bin ich wieder. Also, dieser Karton soll besonders stark sein. Grammatur ist die hier angegeben. Nee, leider nicht. Aber die soll, dieser Karton soll ganz toll sein für Verpackungen, also für Schachteln und ja, hört man schon. Schon etwas fester. So, dann haben wir besonders Designerfamilie Gala Soiree. Das hat so ein Goldschimmer. Lass mich komplett aus der Tüte rausholen. Mal hier mal durchblättern, seht ihr, wie das funkelt, schimmert, Gold. Hinten sind Punkte, Herzchen, dann hier so eine Streifen, wieder Blümchen, Halbkreise, hinten ist es. Ja, was ist denn das? Altrosé? Ich muss gleich mal gucken, welche Farben hier benutzt wurden. Mit welchen Farben man das kombinieren kann. Das steht ja immer hinten drauf. Calypso, Altrosé, Gartengrün, Pistazie, Flüsterweiß und Goldmetallic. Ja. Schön. Dann habe ich mir das neue Designerpapier im Set für die neuen InColor-Farben 2014-2016 bestellt. Den wir auch aufmachen. Brombeere. Gelb. Lagunenblau. Moosgrün. Und Orangentraum. Also Brombeermus, Honiggelb, Lagunenblau, Waldmoos und Orangentraum. Papierset süße Freude. Mal aufmachen. Ja. Da sind die
Farben. Osterglocke, Wassermelone, Olivgrün, Kürbisgelb, Himbeerrot, Türkis und Flüsterweiß drin. So, damit kann man es kombinieren. Türkis hier. Ah, Punkte. Ich liebe Punkte. Grüne Punkte, weiße Punkte. Kleine Punkte, bunte Punkte. So. Schön. Schwarz-Weiß ist hier. Schwarz-Weiß liebe ich auch. Das nennt sich Designerpapier Schwarz auf Weiß. Das sind Federn, schwarze Federn auf weißem Hintergrund. Und kleine weiße Tropfen. Was sind das? Blätter. Eine Bordüre, Blümchen, Chevron-Muster, ja, kleine Sechsecke hier hinten drauf, das sind keine Punkte. Also geometrische Muster. Hier, Obst, Birne, Apfel. Auch schön. Das habe ich mir, weil es so schön ist, gleich zweimal bestellt. Ja, und jetzt passend zu dem schönen, ja, seht ihr, Fotoapparat und hier ein Papier mit Fotoapparat. Kann man ein wunderbares Layout mitmachen. Ich mache hier einen Krach. Und im Karton sehe ich schon, da unten, da glitzert es schon wieder. Aber erstmal hier. Ja, die Rückseite ist kariert. Kann man auch schön stempeln. Ja, auch geometrische Muster. Ja. Blau, gelb, Pünktchen, Kreise. Wie schon gesagt, wie das Papier heißt. Das heißt Designerpapier Rückblende. So, jetzt kommt Glitzer. Das packe ich jetzt nicht aus. Das ist ein neues Glitzerpapier und zwar Diamantengleißen. Das ist wunderschön, um Schneeflocken auszustanzen. Ja. Also für Weihnachtsprojekte, finde ich es. Denke ich mal, ist es geeignet. So, und dann habe ich besonders Designerpapier Erstausgabe. Das ist besonders dünn. Das soll so dünn sein wie die Blätter von altem Papier. Ihr habt bestimmt im Netz viele Projekte mit wo sie alte Bücher zerrissen haben und dann die Papiere für irgendwelche Projekte benutzt. Und Stamping Up hat sich gesagt, es ist viel zu schade, die alten Bücher zu zerreißen. Ja, und da haben sie dieses Papier für uns entworfen. Also ich gehe nochmal. Hier haben wir eine Landkarte. Auf der Rückseite. Das Papier, das erinnert mich an, das hatten wir schon mal in Rot und Weiß. Das hatten wir schon mal, das Muster. Fand ich damals auch schön. Gibt es vier von jedem Blatt, viermal. Dann hier was mit Buchstaben. Ich nehme das mal raus. Das ist wirklich sehr, sehr dünn. Also es ist wirklich nur geeignet, um das als Hintergrundpapier zu nehmen oder ja, mal einen Keks irgendwie drin einzupacken. Die Streifen sind auch schön Diagonalstreifen. Hier sieht aus wie so eine Kartei, kariert. Ja.
Da sind 24 Blatt sind hier drin. Ja, das war eine Ausbeute. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.